Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Cast of Japonia. Hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi-di-di-di-di-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Der ist so nett. Hi-ho. Na komm, sing. Hi-di. Ach, so funktioniert das. Hi-ho. Ja, aber... Na komm, sing doch. Hi-di. Mann, hast... Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten. Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Wortwörtlich. Oh Mann. Lass ich mal das spielen. Ich bin gerade. Ich verstehe nicht, was das bringt, aber egal. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört. Wer hat das gesagt? Das ist doch. Sorry, das kommt den anderen. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Okay. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Okay. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. Hä? So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Ja, Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich muss mit eurem Vergiss es. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Aha. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Lass uns... Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende... Da sind... Haha, netter Versuch. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich frage... Lass... Ja. Das ist... Komm wieder... Ja. Offizielle Turnierfinger. Geh doch mal nach unten. Ich möchte bitte die Toilette benutzen. Die Toilette. Toilette. Inge. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Was? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen.
Der packt so noch einen. Kann ich da noch mal rein? Schau mal rein. Nein, nie wieder. Hey, Gulli. Hm? Oh, du bist es. Wie oh, schön bist es. Hey, Baby. Meinst du mich? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Ich geb's. Was gibst du? Ich weiter. Ah, oh, wie schön. Was kann ich tun? Wir müssen uns dem wieder... Wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar. Mhm. Warte. Oh. Ich glaube, ich programmiere sie mal wieder um. Lady Goal. Krawall Goal. Hä? Was zum... Das Geräusch immer noch alles voll. In Ordnung? Ja. Super. Ich nehme dasselbe nochmal. Okay. Sie ist... Sie... Hä? Was willst du? Hey, Baby. Soll das einer anmachen? Gib dir keine Mühe. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. Soweit... Wie beides zusammen... Oh. Warte hier. Kein... Okay, dann programmieren wir sie nochmal um zu Lady Goal. Take... Windows-Geräusch. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Oh. Was? Hm? Hey, du gibst wohl... Ja, damit muss man halt leben. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Okay. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Komm doch bitte einfach mit. Nein, und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Was kann ich tun? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes... Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt hauptsächlich Schnabeltiere. Schnabeltiere? Hm, Schnabeltiere. Oh. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso? Was stimmt denn nicht mit Schnabeltieren? Vergiss es einfach. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich doch tatsächlich für kultiviert gehalten. Okay. Warte, ist gut. Das erhöht die... Eine klasse Frau. Okay, gut, dann gehe ich nochmal wieder hoch und wieder raus. Und, warte, gibt es da jetzt eigentlich Schnabeltiere dort? So, nach da oben. Nach da drüben. Und klinge ding dong dong dering dong dong dering. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Für mich erst. Ich habe alle Erwachsene. Ein gutes. Okay. Dieses Rätsel habe ich. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnaps. Das wird Lady Go. Aber ich habe hier. Eigentlich habe ich ja schon alle Schnabeltiereier. Oder? Mal angenommen, ich hätte so ein Nestwächter-Schnabeltier-Ei gefunden. Und weiterhin angenommen, ich würde einen Weg suchen, es auszubrüten. Dann müsste ich dich wohl töten. Mit ausgebrüteten Nestwächtern in der Gegend könnte ich meinen Laden dicht machen. Ist ja nur eine rein hypothetische Frage. Warum schaust du nicht einfach in deine Fibel? Dort findest du alle Antworten auf schnabeltierbezogene Fragen. Und ein lustiges Bilderrätsel mit Schnabeltiermotiv. Okay.
Gut. Laut Fibel brüten Flugschnabeltiere am höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber er steht... Wo ist jetzt eigentlich... Ich meine es ernst. Wo ist das Teil jetzt? Also die, wer jetzt... was ist das Ganze überhaupt? Mann. Wo ist der Briefkasten? Es wird ja auch nirgendwo gesagt, wo der Briefkasten ist. Ja, schneller vielleicht. So. Hier. Da. Wo ist der Briefkasten? Erklärung bitte. Sei so gut und bring dieses Memo zum bediensteten Briefkasten. Sei so. Wo ist denn der bedienstete Brief? Hab ich den gerade? Nee, Blumen brauche ich nicht. Herr, wo ist denn der bitte schön? Ich sehe ihn hier nicht. Und wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Klopf. Du schon. Wie war das gleich? So ist. Du bist echt eine arme. Aber. Ist doch das. Mach's gern lassen. Okay. Briefkasten. Ich kann es auch ins Vogelhaus tun. So machen wir es erstmal so. Da. Aus sowas kann man keine funktionierende Vogelfalle bauen. Habe ich alles schon hinter mir. Ich sehe hier nirgendwo einen Briefkasten, das ist das Problem. Boah, Hick. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Ah, okay. Irgendwie. Das muss kalt werden, dann richtig, oder? Nach. So. Ich will Grußkarten. Egal. Ist das da? Wo blinkt denn noch was auf? Ich hätte hier das Teil vermutet. Oben ist das. Ich gehe überall lang, guck, ob hier